Ja, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich werde Ihnen jetzt kurz einen Überblick über GeoX 2, über das Projekt GeoX 2 geben. Ich werde das Projekt kurz vorstellen, werde erzählen, wie es zu dem Projekt oder zur neuen GeoX-Version kam und werde einen kleinen Glaskugelausblick in die Zukunft wagen, wie es mit dem Projekt weitergehen könnte. Eingereicht habe ich den Vortrag zusammen mit Marc Jansen, den Sie eben schon hier in Aktion gesehen haben. Er wird mir so ein bisschen moralisch zur Seite stehen, aber im Wesentlichen werde ich durch den Vortrag führen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin Anwendungsentwickler im Bereich GIS bei der ISB AG in Mainz. In meiner Freizeit bin ich viel im Open-Source-Bereich, im Open-Source-GIS-Bereich unterwegs. Bin Kernentwickler von GeoX 2, von GeoX Mobile und vom Webmapping-Framework Shogun. Ab und zu, wenn ich die Zeit finde, schreibe ich auch noch mal einen kleinen Blogpost. Können Sie mal vorbeigucken. Werde ich vielleicht auch, wenn ich es schaffe, einen Bericht über die FOSS-GIS schreiben. Die Firma, in der ich arbeite, sorry, das war. Das ist alles bekannt schon, ne? Ist eigentlich alles bekannt. Ich habe schon größtenteils gesehen, ich liebe Open Source, bin auch Kernentwickler von GeoX 2 und deshalb auch jetzt hier. Genau, und seit neuestem ist der Marc auch im Project Steering Committee von GeoX. Das kann man vielleicht noch erwähnen, steht nicht auf der Slide drauf. Und ansonsten. Genau, kurz zu meinem Arbeitgeber. Die ISB AG ist ein klassisches Softwarehaus, wird zu 90% Non-Geo-Software gestrickt dort. Wir machen individuelle Softwarelösungen für Industrie und für öffentliche Verwaltungen. Und so ein kleiner Kern hat es dann doch geschafft, auch, dass dort auch GIS-Software entsteht. Unter anderem auch Webmapping und GDI-Software auf Open-Source-Basis. Wir benutzen GeoX, also GeoX 2, OpenLayers, GeoServer, die üblichen Bekannten aus der Branche. Ja, die Firma Terrestris ist es ja, die mich hier hingesendet hat. Klasse Firma aus Bonn, wir haben den Stand hier. Das sind die mit den engen Taucheranzügen. Wir haben da so ein Bild aufgehangen, mit, wo wir alle als Firma Taucheranzüge haben, damit sie uns auch finden. Kommen Sie da vorbei und stellen Sie uns eine Frage. Wir helfen Ihnen jederzeit mit allen Open-Source-Problemen, die Sie so haben könnten. So, jetzt haben wir das übliche, die Meta-Information abgehakt. Jetzt wird es interessant. Also GeoX, es scheint so ein bisschen Mode zu sein, diese auf der FOSS-GIS, das Publikum mit einer Umfrage einzubeziehen. Das mache ich auch mal. Wer hat schon mit GeoX schon mal gearbeitet in irgendeiner Form? Cool, das sind ja richtig viele. Also ich werde trotzdem mal einen kurzen Abriss geben. Also GeoX ist ein JavaScript-Framework, mit dem es möglich wird, anspruchsvolle, desktop-ähnliche Webmapping-Applikationen zu bauen. Es basiert im Wesentlichen auf zwei Basisbibliotheken, nämlich OpenLayers in der Version 2x und ext.js. Aus dem Hause Zentra. XT.js ermöglicht anspruchsvolle Web-Oberflächen zu bauen, die ein Desktop-ähnliches Look and Feel haben. OpenLayers ist ja allgemein bekannt mittlerweile. Und GeoX geht her und vereinigt die Vorteile beider Basisbibliotheken. Salopp gesagt, erweitert das XJS um räumliche Komponenten, sodass man sogenannte Rich Web Mapping Interfaces bauen kann. Das ganze Projekt ist Open Source unter einer BSD-Lizenz. Was mit einer Ausnahme der Firma Zentra erreicht wurde, weil normalerweise EXT unter GPL liegt und dann wäre der Code auch GPL, aber es gibt eine explizite Ausnahme von Zentra, dass GeoEXT unter BSD lizenziert werden durfte. Das Copyright liegt bei der OSGeo und im Zuge des Vortrags habe ich mal nachgeschaut. Der erste Commit war dann doch schon 2009. Das heißt, ist auch schon gut was in die Jahre gekommen. So, nach dem Erfolg von GeoX 1, was auf OpenLayers 2 und XJS in der Hauptversion 3 basierte, nach dem Erfolg von 1 kam irgendwann im Laufe von 2011 eine neue XT-Version auf den Markt. Das war ein umfangreiches Redesign der Firma Zentra und hatte viele neue Features und Vorteile, sodass der Ruf immer lauter wurde in der Community, wann es denn möglich sei, GeoX mit XT 4 zu verwenden, sodass man diese Vorteile der neuen Basisbibliothek auch nutzen könnte. Daher, als der Ruf zu laut wurde, gab es eine Initiative und es wurde durch Sponsoren Geld gesammelt, um einen internationalen Codesprint abzuhalten. Der Codesprint war im April 2012 in Bonn. Dort haben wir uns mit 20 Leuten aus aller Welt eine Woche eingeschlossen und hatten das Ziel, GeoX so umzubauen, dass es kompatibel wird zu XT.js 4.
Das Ganze hat auch wunderbar geklappt. Wir hatten eine super Woche mit viel harter Arbeit, aber auch mit dem nötigen Spaß. Und das Ergebnis war, dass wir nach dieser Woche ein erstes Alpha-Release raushauen konnten. Quasi alle Kernfeatures von GeoXt waren auf Xt 4 portiert worden. Es gab eine komplett neue API-Dokumentation in komplett neuem Look and Feel mit einer anderen Software, die die API-Docs erzeugen. Und wir haben so ziemlich alle alten Beispiele migriert bekommen, ein paar neue Beispiele gestrickt und haben die in dem Zuge auch schon öffentlich gestellt. Ja, so sah das dann aus. Nicht so spektakulär, aber wir hatten halt einen riesen Raum bei der Firma Terrestris, wo wir uns eine Woche lang eingeschlossen haben, so ein bisschen die Klischees erfüllt, mit Pizza und 1000 Rechnern und haben dann da fleißig gecodet. War eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Die aktuelle Version ist die Version 2.0.1 und ist so grobe 4 Stunden alt. Weil im Zuge von der Foskis hier haben wir uns hingesetzt und haben ein erstes Bugfix-Release für die Version 2.0 rausgehauen. Wie gesagt, das Ganze wurde nach dem Alpha-Release und den üblichen Zyklen nach dem Code-Sprint noch weitergetrieben von der Community. Und letztes Jahr im Oktober gab es das stabile 2.0-Release. Wobei in der Zwischenzeit schon viele gute Software mit der Alpha- oder Beta-Version gebaut wurde. Also das war letztlich schon ready for production. Es hatte nur nicht den offiziellen Namen 2.0, was aber bei Open-Source-Software nicht so tragisch ist. Genau, jetzt stelle ich kurz die Neuerungen und die Vorteile von GeoXt 2 vor, von denen, die ich kurz angerissen hatte. Viele davon kamen durch den Upgrade auf ext.js in der Version 4. ext.js bringt in der neuen Version ein MVC-Pattern mit, also das Model View Controller Pattern, was in der Informatik relativ bekannt ist, was es ermöglicht, den Code von komplexen Architekturen oder komplexen Anwendungen sehr gut zu strukturieren, indem man eine Trennung hat zwischen Komponenten, die gerendert werden, also User Interfaces, zwischen den Daten, den Datenzugriffsschichten und den Controllern, das sind die Klassen, die die Applikationslogik haben. Ja, die werden getrennt über eine Konvention in eine spezielle Datenstruktur überführt, sodass man auch mit großen Anwendungen relativ gut den Überblick behält und das sehr strukturiert nutzen kann. Ja, kurz schon angerissen, die Vorteile von so einer MVC-Struktur. Jede Anwendung im Prinzip funktioniert nach dem gleichen Muster. Das heißt, man kann relativ schnell sich in so Projekte einfinden. Wenn man die Konvention einhält, kommt einem das alles sehr bekannt vor. Man kann schnell Code austauschen, da alles gekapselt ist. ext.js ist eröffnet die Möglichkeiten, objektorientiert zu arbeiten in JavaScript. Das heißt, der Austausch von Code-Teilen ist sehr leicht. Man kann Dinge wiederverwenden. Und wenn man sich strikt an die Konvention hält, kann man mit Werkzeugen der Firma Sencha relativ gut seine Anwendungen zusammenpacken, kompilieren, sodass eine kleine Produktionsdatei rauskommt. Ja, und die Vorteile, da wir GeoXt direkt on top auf ext.js 4 gebaut haben, gelten diese Vorteile des MVC-Ansatzes uneingeschränkt für GeoXt 2. Ich habe jetzt einfach mal hier aus den GeoXt-Beispielen das MVC-Beispiel einfach hier reingelinkt. Natürlich sehen Sie jetzt von der Anwendung her nicht, dass es nach dem MVC-Pattern entwickelt wurde. Ist aber der Fall, kann ich Ihnen versichern. Und es ist mal ein erster Eindruck, mal, was man mit GeoXt so treiben kann. Und selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, da geht noch viel mehr. Also wir haben zum einen hier eine ganz normale Open-Layers-Karte, wie wir es eben auch schon gesehen haben, mit allen möglichen Interaktionen, Zoom, was man halt so kennt. Da reißt man niemanden mehr vom Hocker mit heutzutage. Was aber sehr schön ist, hier haben wir ein sogenanntes Feature Grid. Das heißt, Sie haben geografische Features. Das sind hier irgendwelche Berggipfel in Frankreich als Punktobjekte reingeladen und direkt in der tabellarischen Form können die Sachdaten, die Attribute der Features hier in einem sogenannten Feature Grid dargestellt werden. Es gibt über diese Symbolizer eine direkte Verlinkung, eine Art Legende für auf der Karte. Und eine der großen Neuerungen von Xt 4 war die Charting-API, die sehr beliebt war, wo auch viele nachgeschrien haben, dass sie gerne die neue Charting-API von Xt verwenden würden in Kombination mit GeoXt. Man kann einfach ohne Plugin mit reinem JavaScript sehr schöne Charts, also Grafiken entwerfen, die auch hier so interaktiv, das ist quasi jetzt so eine Art Höhenprofil der,
der einzelnen Berggipfel mit solchen netten Hover-Effekten, wo man sich auch wiederum Sachdaten der Geometrie, also der Geo-Features visualisieren lassen kann. Genau. Ein weiterer Vorteil, hatte ich auch eben kurz angerissen, ist die Kompatibilität von GeoExt mit den Build-Tools von Zensure. Hatte ich schon kurz gesagt, wenn man die Konvention der MVC-Aufteilung strikt einhält, gibt es freie Werkzeuge von der Firma Zensure, um seine Anwendung zu packen für den Produktionsbetrieb. Das heißt, aus meinen 200 Klassen und 4 Millionen Zeilen Code wird letztlich eine kleine JavaScript-Datei, die in ihrer HTML-Seite eingebunden ist. Das heißt, man hat eigentlich nur einen Request zum Server und dann läuft die ganze Sache, was im Produktionsmodus sehr hilfreich ist und einen großen Performance-Vorteil mit sich bringt. Einfach um das mal zu untermauern, haben wir hier so ein paar Kenngrößen, so über den Daumen gepeilt, mal rausgesucht für dieses MVC-Beispiel, was wir uns eben kurz angeschaut haben. Das ist in der Dev-Version, also in der Entwickler-Version, werden da gute 5 Megabyte nachgeladen. Und wenn man das Build-Tool von Zensure benutzt, werden letztlich in der Produktionsversion noch 250 Kilobyte geladen. Und das ist halt ein Ersparnis von 95%. Und für eine große GeoExt-Applikation, die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel, 1000 Zeilen Code, die hatte ganz viele auf jeden Fall, wurden in der Dev-Version über 8 MB geladen und im Produktivbetrieb waren wir bei 700 Kilobyte, was ein Ersparnis von 91% ist. Und das ist, denke ich, sehr eindrucksvoll. Und da kann man sich auch sehr gut vorstellen, dass das einen Performance-Boost mit sich bringt. Die verbesserte API-Dokumentation, also die finde ich sehr gut bei GeoExt. Dort haben wir quasi den Spielball von ext.js aufgegriffen. ext.js 4 hatte eine rundum erneuerte API-Dokumentation mit der Software JS Duck. Das Ganze hat ein sehr modernes Look and Feel. Man kann Live-Beispiele in die API-Docs integrieren. Es gibt eine super Suchfunktion. Man kann gewisse Dinge rausfiltern, dass man nur Public-Methoden haben möchte oder sagen, ich will alles nur was mit Map-Panel zu tun hat, angezeigt haben. Also das ist sehr intuitiv und bietet sehr viele Möglichkeiten. Und genau dieselbe Software haben wir für GeoExt, für die API-Docs benutzt. Und ein weiterer Vorteil war, dass dadurch auch die Ext-Dokumentation in den GeoExt-Docs auch drin sind. Also wenn wir Elemente erweitern von der Objektstruktur von Ext, kann man direkt aus der API-Dokumentation von GeoExt sich auch die Vaterkomponenten aus der Vaterbibliothek direkt anschauen. Klingt alles sehr theoretisch, ich zeige es Ihnen einfach und dann ist das besser. Also das ist die Dokumentation, die Sie auch auf der GeoExt-Seite finden. Hier sehen Sie erstmal so vorschlagsmäßig aus den verschiedenen Paketen. Irgendwelche Dinge werden Sie so nie benutzen. Auch hier können Sie sich den Objektbaum, die einzelnen Klassen aufklicken, aber in der realen Welt werden Sie einfach hingehen, werden hier in der Suche was eingeben. Sie brauchen Informationen zum Map-Panel. Ah, das hätte nicht passieren sollen. Jetzt mal gerade kurz. Alles gut. Sie brauchen Informationen zum Map-Panel, dann tippen Sie das mal ein, Map-Panel. Dann können Sie das hier auswählen. Dann kriegen Sie direkt die Klasse, die API-Dokumentation zur Map-Panel-Klasse angezeigt. Sie kriegen hier eine kurze Beschreibung. Was ist das überhaupt für eine Klasse? Sie haben hier einen ersten Code-Snippet, immer so ein Minimalbeispiel, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Sie haben hier Ihre Objekthierarchie. Das heißt, wir sehen, das GeoExt-Panel-Map, wie die Klasse strikt heißt, leitet von Ext-Panel-Panel ab. Und was ich eben sagte, wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Möglichkeiten hat denn die Vaterklasse, das ist das Ext-Panel im Prinzip, dann können Sie sich das jetzt hier auch direkt anschauen und haben die Ext-Dokumentation. Das ist ganz nett gemacht. Des Weiteren haben Sie hier so eine Übersicht aller Konfigurationen, Properties, Methoden, die Sie auf das Objekt anwenden können, das volle Programm. Sie können das dann hier, filtern, wenn man sich nicht vertippt. Und dann kriegen Sie nur noch alles, was mit Body zu tun hat. Dann kriegen Sie hier natürlich die Configs, die das Wort Body im Namen haben, Body Border, Body Class, um diese Riesenliste einzuschränken. Das ist relativ intuitiv und die Bibliothek selbst ist auch sehr gut dokumentiert, muss ich sagen. Also die API-Docs sind schon ziemlich gut bei GeoExt.
Weiterer neuer Vorteil in GeoX 2 ist das verbesserte Theming der Anwendung. Ich könnte mir vorstellen, Sie kennen einige GeoX-Anwendungen und dass die alle relativ ähnlich aussehen. Gerade die alten, die GeoX 1-Anwendungen, hatten immer ein gewisses Default-Design und das war relativ schnell erkennbar, dass es Ext war oder GeoExt. Und seit Ext 4.2 gibt es einen überarbeiteten Theming-Mechanismus. Gewisse Style-Komponenten sind in Variablen ausgelagert, die dann mit zwei Software-Paketen, SAS und Compass, quasi direkt in Style-Sheets kompiliert werden. Das heißt, Sie können über Variablen einfach definieren, meine Border sind immer rot und 2 Pixel dick und müssen nicht selbst im CSS darum machen. Sie können direkt die Variablen überschreiben. Außerdem gab es neue Default-Themes, die einfach mal ein bisschen anders aussehen, sodass man auch ohne sich selbst da groß designen zu müssen, seine GeoX-Anwendung einfach mal in einem anderen Look and Feel präsentieren kann. Das werde ich jetzt kurz zeigen. Also das ist wieder unsere MVC-Anwendung. Das ist das neue Neptune-Theme, eines der neuen. Was Sie wahrscheinlich kennen, ist das hier mit den blauen Headern oder maximal noch in Grau das Ganze. Und jetzt können Sie halt hier noch das Accessibility-Theme wählen, wenn Sie mit hohen Kontrasten arbeiten wollen. Oder das Neptune-Theme, was so ein bisschen moderner wirken soll als die anderen. Genau, ich habe jetzt hier noch ein paar Beispiele reingepackt. Die Zeit rennt auch langsam weg. Hier ist das klassische Hallo-Welt-Beispiel. Ein einfaches Map-Panel mit einer Open-Layers-Karte drin, WMS hinten dran, alle möglichen Sachen. Sie können, die moderne Technik. Sie können hier solche Pop-ups aufmachen. Ja, ist ein relativ einfaches Beispiel. Das zweite Beispiel, was ich hier zeigen wollte, ist die Bindungskomponente zu Geodaten und zu Formaten. Das heißt, neben den User-Interfaces von GeoExt können Sie auch direkt geo-related, also zum Beispiel hier sind es Layer aus einem WMS-Capabilities-Dokument, können Sie direkt parsen. Es wird in die Ext-Datenstruktur überführt, sodass Sie es direkt in solchen Grids, in so tabellarischen Auflistungen oder in Dropdown-Elementen direkt verwenden können. Das heißt, es wird die Brücke geschlagen zwischen Geodaten und Geoformaten hin zur UI-Bibliothek. Und das ist relativ Plug-and-Play möglich. Dadurch, dass OpenLayers diese vielen Formatparser unterstützt und Ext die UI-Möglichkeiten mit sich bringt. Genau, da die Zeit rennt, würde ich gerne noch auf das Kapitel zu sprechen kommen. Die Beispiele sind auch alle online auf der GeoX2-Webseite, die können sich in Ruhe anschauen, sind total super. Was mir am Herzen liegt, ich würde gerne ein bisschen über die zukünftige Entwicklung sprechen. Wie geht es mit dem GeoX2-Projekt weiter oder wie könnte es weitergehen und würde das gerne auch als Chance nutzen, vielleicht dann so ein bisschen Diskussionen anzuregen. Also es wird demnächst wahrscheinlich laut Forum von Sencha in 2014 eine neue Ext-Version erscheinen. Dann sind wir wieder an dem Punkt, dass die große Vaterbibliothek quasi ein Major Upgrade bekommt. Laut eigenen Aussagen soll es keine drastischen API-Änderungen geben, wie vorher von Ext 3 auf 4. Aber es werden halt welche da sein. Ist die Frage, gradet man GeoExt wiederum ab? Macht man ein GeoExt 3, was Ext 5 unterstützt? Gibt es da Bedarf für? Wird da wieder ein Code-Sprint stattfinden? Wenn ja, wie wird er finanziert? Das sind alles ungeklärte Fragen aktuell. Wo sind die Probleme beim Upgrade auf Ext 5? Beim Upgrade auf Ext 4 haben wir Open Layers nahezu unangetastet gelassen. Wir haben lediglich Mino-Upgrades gemacht. Aber jetzt haben wir ja gehört, Open Layers 3 ist in der Mache. Ist Open Layers 2 noch zeitgemäß? Zieht man das einfach wieder mit um? Hat man da was gewonnen? Und die Frage stellt sich, was ist mit Open Layers 3 oder auch mit Leaflet als Kartenbibliothek? Dann kommen wir zum nächsten Gedanken, was ganz schön wäre, wenn man GeoExt so gestalten würde in der Zukunft, dass die zugrunde liegende Mapping-Bibliothek im Grunde egal ist. Dass man quasi multiple Kartenbibliotheken unterstützt, zum Beispiel Leaflet oder Open Layers 3. Und der Gedanke kam uns letztes Jahr irgendwann, und auf dem jährlichen Foskis Code Sprint im November 2013 haben der Marc und ich uns mal hingesetzt, haben die Thematik ein bisschen untersucht, haben ein Konzept entwickelt und haben prototypisch die Map-Panel-Klasse so umgesetzt, dass sie mit Leaflet lauffähig war
und das Ganze aber so, ja, so abstrakt gestaltet, dass auch nur noch ein paar Zeilen Code notwendig wären, um auch OpenLayers 3 zu unterstützen. Also wir haben das über eine, so eine Interface-Ebene quasi abstrahiert und prototypisch umgesetzt. Die Ergebnisse finden Sie im GeoX2-Wiki, können Sie sich mal in Ruhe anschauen. Der Code ist auch da auf GitHub gehostet. Die Probleme, die uns dabei klar wurden, OpenLayers hat halt jede Menge Format-Parser-Klassen, um zum Beispiel Capabilities-Dokumente zu laden und alles. Die würden zum Beispiel bei einer Bibliothek wie Leaflet wären die nicht vorhanden. Das ist ein großes Problem. Und die Frage stellt sich generell, gibt es Bedarf für eine solche Architektur? Oder sagt man, ja, dann habe ich halt die Karte mit Leaflet gemacht. Ich will einfach eine Karte haben und wenn das OpenLayers 3 ist, ist das auch gut. Das ist die Frage ins Plenum und wie immer, wie finanziert man sowas? Bevor mich der Horst ganz auffrisst, beende ich es jetzt. Hier ist noch ein kurzer Screenshot vom Ergebnis vom CoSprint GeoX mit Leaflet. Ja. Also gut, danke Christian. Prima, der Referent stellt die Frage ans Plenum. Gut, ne? Haben Sie Fragen an den Referenten? Bitteschön. Also ich habe immer noch nicht ganz verstanden, ob nun OpenLayers auf XJS aufsetzt oder XJS auf OpenLayers. Vielleicht machen wir es am Beispiel von Stores deutlich. Also bei Layern haben Sie quasi ja eine Source in Version 3 direkt auf wirklich ein extra Objekt. Und in XJS haben Sie einen Store mit einer URL oder mit einem Proxy. Was nutzt nun was? Im Prinzip ist es, baut weder OpenLayers auf XJS auf, noch XJS auf OpenLayers. Es werden einfach die Vorteile der beiden Basisbibliotheken werden genutzt. Das heißt, zum einen, XJS ist stark im Bereich UIs, Datenhaltungskomponenten, die Stores, die Sie angesprochen haben, und Webformulare, Proxys, um Daten abzurufen. Und OpenLayers bringt das Know-how mit Geodaten umzugehen, die zu rendern in der Karte, diese mehr als zwei Dutzend Formate zu lesen, GML, KML, was es alles gibt. Und letztlich bildet GeoX so eine Art Kit zwischen den beiden Bibliotheken. Das heißt, wenn eine Klasse das gut kann, dann wird auch die Methode oder die Funktionalität der Klasse benutzt. Am konkreten Beispiel, um GML zu parsen, wird der Formatparser von OpenLayers genutzt. GeoX geht dann her und transformiert das Ganze in Records, also in die XJS-interne Datenstruktur, sodass es wieder mit den XJS-UI-Komponenten problemlos nötig ist. Also GeoX ist wie so eine Art, ja, Kit, würde ich es nennen, Mediator zwischen OpenLayers und XJS. Kann man mit GeoX kommerzielle Software bauen und wieder verkaufen? Oder ist dann mit der Lizenz problematisch wegen XJS? Es ist in der Tat ein Problem, da XJS unter GPL 3, glaube ich, released ist. Und ich bin jetzt kein Jurist, aber de facto ist ja die GPL-Lizenz infizieren, nennt man es, glaube ich, sodass der Code, den Sie schreiben, dann auch unter GPL fallen würde. Das heißt, auf Anfrage müssten Sie das rausgeben. XJS ist dual lizenziert, willst du wahrscheinlich sagen, aber darfst du das, sag ruhig. Ich wollte gerne sagen, XJS ist dual lizenziert. Nee, also wenn sich die Frage tatsächlich für Sie stellt, können Sie bei der Firma XJS, also bei der Firma Censure, dem letztlichen Produzenten von XJS, eine Version dieser Software quasi erwerben, eine Lizenz erwerben und mit der können Sie dann machen, was Sie wollen. Das Cost ist auch, glaube ich, sogar bezahlbar. Ich weiß, dass das in die Philosophie hier natürlich im Grunde auch nicht 100% passt, aber duale Lizenzierungsmodelle sind jetzt auch nicht ganz neu im Open-Source-Bereich. Denken Sie an MySQL zum Beispiel, die machen das genauso. Und MySQL ist auch ziemlich verbreitet in ziemlich vielen Produkten drin und macht da einen tollen Job. Frage geklärt?